Hallo und Servus zusammen, ich bin's wieder, der Drewman vom Ultra Mega Chicken Squad und ich darf euch heute wieder eine neue Airsoft präsentieren, nämlich die Bugatti M14 Sport EBR Mod 0. Verdammt langer Name und wie es damit war zu spielen, war ein verdammt langer Spieltag, seht ihr jetzt. Viel Spaß damit! So, dann nehmen wir jetzt mal los mit den groben Grunddaten von dem ganzen Gerät hier. Mit eingefahrenem Stock hat es eine Länge von 880 mm, ist der Stock komplett ausgefahren, hat sie ganze 1010 mm. Ist also verdammt lang. Sie gibt es in die Varianten schwarz und dann auch als SOCOM-Variante, also ein bisschen anderes Baumodell, aber trotzdem schön. Sie wird ausgeliefert mit ca. 1,4 Joule, kann aber auch 1,7 haben, das schwankt immer so ein bisschen. Gewicht hat sie ganze 4,1 Kilo, wiegt also auch ganz schön. Fairerweise muss man sagen, ist auch ganz schön lang das ganze Gerät hier. Ausgeliefert wird sie standardmäßig mit einem DIN-T-Stecker und dem Bugatti Core EFCS, welches verbaut ist. Im Lieferumfang befindet sich ein Mid-Cap-Magazin sowie ein High-Cap-Magazin. Beide passen natürlich in das gute Stück rein. Ein Reinigungsstab, ein Speedloader und eine Akkubox, die haben wir hier schon bereits verbaut, da es hier kleine akkutechnische Probleme gibt, aber da kommen wir dann später noch dazu. Verbaut wurde hier ein Messinglauf mit einem Innendurchmesser von 6,03 mm und einer Länge von 440 mm. Wichtig, das Lauffenster ist kein normales Lauffenster, da müsst ihr beim Kauf von dem Austauschlauf bitte darauf achten, dass ihr den richtigen Lauf kauft. Müsst ihr euch ein bisschen schlau machen. Zum Hop-Up Unit muss man Folgendes sagen, die Hop-Up Unit ist stufenlos einstellbar, ist also eigentlich ganz okay, würde ich mal behaupten, eigentlich. Und der Hop-Up Gummi ist auch wieder kritisch, eben schon wegen dem Fenster. Da müsst ihr gucken, da gibt es extra spezielle Gummis, die ihr aber dann auch wiederum kürzen müsst, bis es funktioniert. Da müsst ihr euch auch wieder ein bisschen schlau machen, wie ihr das am besten macht. Verbaut wurde hier eine V7 Gearbox. Darin findet sich ein Nozzle, welches aus Aluminium gefertigt wurde und ein O-Ring besitzt. Ein Zylinderhead haben wir auch aus Aluminium gefertigt mit ganzen zwei O-Ringen, ist eine ziemlich feine Sache. Der Piston wurde aus Kunststoff gefertigt und hat Stahlzähne drauf gekriegt. Der Pistonhead ist aus Aluminium gefertigt mit ganzen zwei O-Ringen auch wieder, also wir merken hier, ist auf jeden Fall gut gearbeitet worden. Die Gears sind aus Stahl, wie man sich's wünscht. Der Trigger ist halt ein Standard-Trigger, ist jetzt nichts Besonderes. Ist jetzt kein Sport-Trigger oder ähnliches, aber ist auf jeden Fall ein konsolidierter Trigger. Ansonsten wurde hier noch ein Bugatti Core reingemacht. Ist auch eine geile Sache, dieses EFCS-System. Und wir haben kein Federschnellwechselsystem. Sprich, wir merken hier ziemlich rasch, hier wurde ziemlich gutes Zeug reingebaut. Dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, der vor allem für Sammler wahrscheinlich am interessantesten ist, nämlich Optik und Verarbeitung. Das Teil hier ist komplett solide, sie ist eigentlich richtig schön, sie ist verdammt hochwertig verarbeitet, hier wackelt gar nichts. Ich versuche jetzt mal eben hier den Schaft auszufahren. Man sieht Folgendes, das wackelt nicht, das ist verdammt geil, das erlebe ich sehr selten, dass da gar nichts wackelt. Ansonsten wurde hier eigentlich größtenteils mit Metallen gearbeitet, mit Kunststoffen eben an den entsprechenden Teilen, wo man es eben gebrauchen kann, wo es eben auch beim Originalmodell der Fall ist. Wir sehen ja auch sehr detaillierte Sachen, zum Beispiel diesen Hülsenauswurf, der auch funktionieren würde, wenn wir dann eine scharfe, also eine richtige M14 da hätten. Haben wir nicht, daher brauchen wir den auch nicht, aber es ist hübsch, ihn da zu haben. Hier oben haben wir noch Rails, da und da, hier auf den Seiten logischerweise. Und hier hinten, wobei ich nicht so ganz weiß, für was die überhaupt da ist. Auch hier haben wir diese Art Belüftungslöcher, die es eben in echt gibt, damit das alles ein bisschen runtergekühlt wird. Wir geben ihr 10 Punkte von 10 möglichen im Punkt Optik und Verarbeitung.
Ja, Funktionalität ist auch ein sehr wichtiger Punkt auf dem Spielfeld. Hier unten befindet sich nämlich die Hop-Up-Unit. Wenn man da reinfasst, sieht man, da ist die Hop-Up-Unit. Das ist ein kleines schwarzes Rädchen, welches sich ziemlich leicht verstellt. Wenn du mal dagegen kommst, so wie ich gerade aus Versehen, dann hast du es verändert. Das ist ziemlich doof. Vor allem, wenn du jetzt läufst oder mal ein bisschen mehr schießt, kann es passieren, dass durch die Vibration alleine schon sich das Ganze verstellt und dann passt das alles nicht mehr. Außerdem, wenn du das Hop-Up einstellen möchtest, tust du das Magazin rein, schießt, dann musst du nachdrehen, dann musst du das Magazin quasi raustun zum Nachdrehen, du musst es wieder reintun, schießt wieder und das ist ein ewiger Kreislauf, der leider nicht endet und das ist ziemlich nervig. Hier drüben haben wir dann noch den Sicherungshebel. Der ist auch wie beim realen, also wie beim echten M14 nachempfunden und ist ziemlich cool. Funktioniert alles einwandfrei und ist auch sehr hochwertig dann verarbeitet obendrein. Genau, hier hinten befindet sich der Stock. Der ist auch eine feine Sache. Hier ist unten so eine kleine Sicherung drin. Und dann könnt ihr den easy ausfahren. Hat mehrere Stufen, dann könnt ihr euch quasi eure Stufe einstellen, die ihr haben wollt. Insgesamt kriegt ihr dafür 6 Punkte von 10 möglichen und genau. Weiter geht's mit den Magazinen von den ganzen Spaß hier. Das ist auch fürs Spielfeld relativ interessant, würde ich mal behaupten. Wir haben jetzt verschiedene Magazine zur Auswahl. Einmal hier ein Battle Axe, ein elektrisches Magazin von denen mit ca. 750 Schuss Kapazität. Das tue ich jetzt mal gleich rein. Wichtig ist, wenn der Stock ganz eingefahren ist, dann geht dieses Magazin nicht rein. Sprich, ihr müsst den Stock ein bisschen ausfahren, sonst spießt sich das Ganze. Das passt eigentlich ziemlich gut rein, ihr müsst es halt so einhaken und dann passt es, weil das ist ziemlich schwer. Es wackelt auf jeden Fall ein bisschen, aber es hält sich definitiv im Rahmen. Es fiedert gut und zuverlässig und das ist eben genau das, was man haben will. Und jetzt habe ich gleich einen Haufen Dreck da. Oder? Nee, doch nicht. Habe ich Glück. Weiter geht's dann mit diesem Highcap-Magazin. Das ist, fuck, das ist von Bugatti, / Zimmer. Könnt ihr euch auch kaufen. Passt auch sehr gut hier rein. Ist auch gut kompatibel, feedet gut, es wackelt halt ein wenig, aber das ist so im Rahmen, kann man auch überhaupt nicht schimpfen. Und zu guter Letzt das Midcap Magazin. Upsi. Jetzt, Entschuldigung, das ist ein bisschen, ja, wenn man es halten muss, schwierig. Das wackelt schon ein bisschen mehr, ist aber auch noch immer im Rahmen. Eher würde ich mir tatsächlich dieses Highcap kaufen, einfach weil es wesentlich besser sitzt wie das hier. Aber es fehlt auch ohne Probleme. Daher kriegt sie in dem Sinne in diesem Unterpunkt schon mal 4 Punkte. Weiter geht's mit der Kategorie Akku. Das ist ein leidiges Thema. An sich passt ja alles rein, dank dieser Akkubox, die uns Bugatti mitliefert. Wenn euch die Akkus, die ihr habt, dann nicht reinpassen, kauft euch einfach eine andere Akkubox. Ziemlich einfach. Das Kabel ist extra schon nach außen gelegt. Das bereits vorhandene Akkufach, was eigentlich dafür da ist, ist nämlich leider zu klein für normale Akkus. Sprich, das ist ein bisschen doof, deswegen kriegt er da diese Akkubox mit. Insgesamt haben wir dann im Punkt Kompatibilität 8 Punkte vergeben, weil einfach diese Akkulösung von Bugatti eine ziemlich gute Sache ist. Kommen wir mal zum Handling. Wenn ihr nicht ins Fitnessstudio gehen wollt, dann könnt ihr einfach mal dieses Teil hier hernehmen. Ja? Damit könnt ihr ordentlich pumpen. Oder ihr spielt einfach ganz normal damit. Wichtig, dieses Teil ist verdammt kopflastig. Sprich, wenn ihr es halten wollt, ihr merkt es, es rutscht einfach nach unten durch. Das ist abartig. Schränkt euch beim Spielen auch ein bisschen ein. Ich meine, klar, es ist eine DMR, das muss man sich immer vor Augen halten. Aber es ist schon verdammt nervig, wenn ihr immer da steht und dann fällt euch das Ding fast runter. Ihr wollt mal nachkorrigieren oder so beim Schießen. Es ist nervig, also eigentlich ist es nur zum Empfehlen, dieses Teil zu spielen, wenn ihr euch relativ viel annehmen wollt und dieses Ding die ganze Zeit irgendwo auflegen wollt. Ist meiner Meinung nach wirklich das mit Abstand effizienteste, was ihr wirklich machen könnt. Ansonsten kann man da jetzt nicht so großartig rummeckern. Ich meine, ihr könnt auch diesen Schaft so gut es geht einfahren, dann ist sie ja immer noch nicht CQB geeignet, aber auch für kleinere Menschen gut geeignet. Und ihr könnt den Schaft ordentlich ausfahren, dann ist er auch für sehr großwüchsige Menschen verdammt gut geeignet. Sie kriegt da ja 7 Punkte bei uns für Handling. Denke, für eine DMR ist es wirklich durchgehend in Ordnung. Wer viel spielt, will natürlich auch eine gute Schussleistung und ein gutes Schussbild haben. Hier kommen wir eigentlich relativ gut weg, würde ich mal behaupten. Sie hat eine ziemlich gute Reichweite. Präzision ist zwar noch ausbaufähig, aber auch damit kann man arbeiten.
Natürlich gibt es Hersteller, die preiswertere Airsofts anbieten mit der gleichen Schussleistung, aber dennoch würde ich jetzt nicht sagen, dass jetzt das extrem schlecht ist. Auch die Joule haben wir ein bisschen nachgekront. Wir haben sie mit etwa 1,4 Joule gekront und haben Schwankungen von 0,05 Joule festgestellt. Damit kann man arbeiten, es ist vollends okay. Ich meine, es sind auch gute Komponenten darin verbaut, deswegen würde ich mal sagen, kann man da jetzt auch gar nicht rummeckern. Wir geben ihr daher 7 Punkte von 10 möglichen. Und genau, ich und mein Onkel, genau, das hat sich jetzt etabliert bei mir. Genau. Genau. Und ich mache jetzt erst den Cut dann. Sage ich dir ganz genau, dieses ganze Gequatsche jetzt hinten raus bleibt noch drin. Okay. Und dies bleibt auch noch mit drin. Jetzt sind wir bereits am Ende des Videos angelangt und jetzt kriegt ihr unser Endfazit. Für 449 Euro kriegt ihr wirklich eine durchweg solide und absolut spielbare Airsoft. Wer mal was anderes ausprobieren möchte, ist, denke ich, mit dieser M14 gut beraten. Von uns hat sie 7,6 Punkte gekriegt, also wirklich durch die Bahn absolut in Ordnung. Auch wenn es negative Punkte gab, die wir jetzt immer geben, es gibt keine Airsoft, die perfekt ist. Außerdem ist es immer eine Sache von sich selbst, wie man etwas empfindet und wie man das Ganze sieht. Probiert es aus, vielleicht am nächsten Spieltag schon, kauft sie euch, macht was ihr wollt. Auf jeden Fall sieht man sich dann eventuell mal sogar am Feld. Macht es gut und haut rein und abonniert unseren YouTube, Facebook und was weiß ich was, Instagram und kommentiert vielleicht dieses Video, teilt es, verbreitet es, macht sonst was damit. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Are you listening? Damn.